Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier in einem Mess, wie man hier sehen kann. Aber ich denke, wir kriegen das Ganze gerade ganz gut hin. Ich würde gerne einmal die Stimmen ein bisschen leiser machen, weil wir sind die für mich selber schon ein bisschen laut. Machen wir mal auf 55. Ja, das können wir dann auch ein bisschen runterdrehen. Dann fetzen uns die Ohren hier nicht die ganze Zeit weg. Super. Dann, ja. Super. Ich denke, das ist angenehmer für uns alle. So, sie ist gerade am Putzen. Die Nacht habe ich ganz gut überstanden. Keine Ahnung, sie konnte relativ gut durchschlafen. Die Babys hatten jetzt nicht so Probleme. Und die Kids haben auch einfach durchgeschlafen. Sehr, sehr schön. Deswegen, das klappt gerade alles. Nein. Sie muss auf jeden Fall heute nochmal los am besten. Jemand Neues suchen und schwanger werden. Die Babys mache ich zwischen Donnerstag und Freitag mache ich älter, weil die haben halt gerade nichts so zu tun. Das wollte ich gar nicht sagen. Weil die Kinder wurden halt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geboren. Deswegen dachte ich so, zwischen Donnerstag und Freitag ist vielleicht am besten. Sie schreibt ihr Buch jetzt erstmal zu Ende. Und die anderen lernen erstmal ihre Fähigkeiten weiter auszubauen. Was ja schon ganz gut funktioniert. Der ist nämlich auch schon auf Level 3 fast, auf Fantasie. Das ist ganz gut. Bei dir sieht es auch schon richtig gut aus. Wird noch Kommunikation und Denken. Ist halt die Frage, ob wir Töpfchen halt auch hoch machen müssen. Aber ich würde halt sagen, nein, weil keine Ahnung. Irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, nicht mal gelesen, dass das da stand. Deswegen lasse ich es, weil das andere ist ja auch schwerer aufzubauen als Töpfchen. I don't know. Aber ja, also wenn es halt hochkommt, ist gut. Sonst egal. So, das Kind ist wach. Ich würde sagen, die redet dann erstmal, weil es geht darum, dass sie ihre Kommunikation erhöht. Und das kann sie halt so tun. Ihre Kommunikation muss hochgehen, weil dann sind wir nämlich bald auf Level 3. Und wenn wir das geschafft haben, müssen wir noch Denken hochkriegen. Und dafür würde ich eigentlich gerne diese Stapelblöcke kaufen. Aber wir haben halt gerade kein Geld. Deswegen wird das wohl erstmal nichts werden. Okay, ich habe das Kind jetzt einfach das Tablet weglegen lassen, weil das Kind hier braucht jetzt nur noch Denken. Und das kann es jetzt halt am einfachsten hier dran lernen. Deswegen machen wir das so. Das ist nämlich besser. Ja, ja. So, und dann haben wir das schon fast. 32. Yeah. So. Denken Level 3 ist bald erreicht. Wuhu. So, die lernen alle brav. Kommunikation haben die jetzt auch Level 3. Du auch bald Level 3. Super, dann lasse ich die gleich noch ein bisschen rumlaufen hier. Und dann lernen die auch ein bisschen Bewegung. Das heißt, sie sind auch schon auf dem guten Weg hier. Perfekt. Ui, Level 5. Sie kann ihre Werke nur an einen Verlag verkaufen. Das ist perfekt, Leute. Wir verdienen dann mehr Geld. Yes, girl. So, das Buch ist fertig. Yeah. Okay, sie hat Hunger. Das Kind. Oh. Okay. Aber es geht gerade ganz gut voran. Den Kids geht es halt auch gut. Die haben gerade hier was zu futtern. Sie braucht jetzt nur noch ganz bisschen. Bis zu Level 3 bei Denken. Hier. Und dann können wir sie älter machen. Sie könnte ja theoretisch schon mal einen Kuchen backen. Wir nehmen den Hamburgerkuchen. Und den können wir ja dann jedes Mal nehmen, wenn jemand Geburtstag hat. Quasi. Dass man dann immer wieder Kerzen drauf macht, damit keiner dran geht. Und dann im Kühlschrank halt stellt. Level 3. Yes, girl. Okay. Dann backt sie gerade den Kuchen dann gleich. Ja, und dann geht sie gleich nochmal unterwegs dann los. Yay. Wir brauchen dann halt auf jeden Fall ein Bett für das Kind. Wir können uns bestimmt irgendein Bett leisten. Also hoffentlich. Es wäre halt ganz gut so. Da ist der Kuchen. Stell ihn ab. So, dann Geburtstagskerzen hinzufügen. Und helfen, Kerzen auszublasen für Ange. Oh Gott, Ange, die geht's nicht so gut. Aber das kriegen wir ja alle sehen. Ja! Hör auf.
Okay, okay. Excuse me? Helfen, Kerzen auszublasen. Mach jetzt, sofort. Es ist wichtig, ja? Hallo? Helfen, Kerzen auszublasen. Jetzt mach. Ich möchte doch nur das Kind altern lassen. Fluffy! Oh Gott, Riz! Okay, okay. Und. Okay, ich suche kurz den Randomizer wieder raus. Da sind wir wieder. Wir brauchen Child und Generate. Okay, wir brauchen den Schmetterling und Bücher. Schmetterling ist sozial, okay. Und sie mag Bücher. Da. Zack. Oh, süß. Nein, du Blöde. Ich hasse dich. Von meinem ganzen Herzen. Okay. mach bitte das Kind mal kurz happy. So, dann machst du am besten ein Nickerchen. Oh Gott, du musst baden. Ach, du Kacke, ey. Ich glaube, heute können wir doch noch nicht losziehen und sie schwanger machen. Das müssen wir erst am nächsten Tag machen. Dann ein Schaumbad baden. Hier, dich. Du schläfst. Okay. Ich guck mal, ob ich mir ein Bett leisten kann. Jo, sieht gut aus. Ich glaube, dann halt erstmal das hier nehmen. In Rot. Ist halt scheiße da hinten, aber... Ah, was willst du machen? Diese Frau ist einfach komplett überfordert mit ihrem Leben. Und ich wäre es auch. Also den Creator Sim, also gehe ich halt rein, wenn ich halt die Kids hier noch dann groß mache. Das mache ich einfach gleich, wenn ich sie quasi schlafen schicken wollen würde. Ja, weil wir brauchen dann doch ein kleines Kinderbett. Das ist mir jetzt auch gerade noch eingefallen. Okay, sie laufen einfach durch sich durch. Das ist natürlich kein Problem für mich. Why? Einfach nur why. Was kannst du eigentlich? Girl, no. Hör auf damit. So, du kannst schon mal deine Hausaufgaben machen. Okay, sind ihre Hausaufgaben fertig? Ich bin stolz auf dich, das ist schon mal gut. Du musst noch was essen. Ich mache ich gleich groß. Nachdem sie pinkeln war. Ich cheate ihr mal ein bisschen Energie, damit sie jetzt gleich nicht umkippt, dann, wenn sie da ihre Kinder und so erwachsen macht vor allem. Als Kleinkinder macht. Weil sonst wäre nicht so gut. Brauche ich, glaube ich, keinen erzählen. So, dann älter werden. Gleich. Egal. Das machen wir schon noch. Alles zu seiner Zeit. Yeah, wir kriegen Geschenke. Geil. Das ist perfekt. Die können wir verkaufen. Ah, okay. Der Randomizer. Brauchen wir Toddler. Und los geht's. Die Krone. Das ist gar nicht schlecht. So, und dann das Kind bitte auch älter werden lassen. Das können wir noch verkaufen. Dann können wir noch ein Toddlerbett kaufen. Ja. Was hat dir das gebracht? Mach das Kind jetzt auch noch groß, Mann. Und nochmal Randomizer. Und? Der Affe. Anhänglich. Oh. Okay. Dann... So, dann können wir uns bestimmt noch ein Bettchen leisten. Passt da dann eins zwischen? Na, ich weiß es nicht. Oder könnte man das dann so... Ja, das ist eine Idee, ne? Wenn man dann nochmal so eins nimmt... Und dann das in so. Oder was gibt's noch so? Das haben wir noch. Nicht als Muster insgesamt. Doch, haben wir. Da sind die Sternchen doch. Mann, was bin ich denn? Wir haben alles schon. Deswegen nehme ich jetzt einfach das. So, und ich würde sagen, ab in den Creative Sim. Okay, beginnen wir mit dem Kind. So, die hat einen coolen Skin. Das ist halt schön. Sieht ganz süß aus. Ich lasse jetzt ihre Haare einfach so, auch wenn sie vorher halt quasi braune Haare hatte. Aber ja, das Oberteil kann sie ruhig lassen. Das ist ganz süß. Aber ich finde, der Rock passt nicht dazu. Deswegen, ja, und nimm doch halt einfach diese Hose dazu. Und süße Schüchen wie die hier. So in weiß. Cool. Warum hast du da eine andere Haarfarbe, Girl? Nee, die sind nicht ganz schwarz. Die sind... Hä? Doch, die sind so. Sind die jetzt überall so? Du trägst keine Brille, Girl. So,
Was ist denn? So, das kommt auch weg. So. Dann, zieh einfach ein Kleidchen an. Irgendwas Süßes. So, das hier. So. Ja, ja. Das ist ja nicht so wichtig. Girl, warum ändert sich die ganze Zeit deine Haarfarbe? Was denn mit deinen Haaren falsch? So, Sport. Gebe ich dir ein T-Shirt oder sowas? Wenn ich sowas besitze. Hier ein T-Shirt. Süß. Ja, ja. Hose kannst du ruhig anlassen. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber... Hey! Oh, das interessiert halt einfach keinen. So. Schlafen kannst du mit dem Hund. Gibt's die auch? Das ist besser. So, kannst du so. Willst du mich eigentlich verarschen? Party-Outfit. Zieh einfach ein Kleidchen an oder so. Keine Ahnung. Hier das hier. Das ist doch süß. Und dann die hier so dazu. So, dann ein Badeanzug. Davon habe ich ja ein paar mittlerweile. Der ist süß. Dann im Sommer trägst du das hier. Weil das total niedlich ist. Mit den Schüchen. Und meinetwegen trägst du ein Armband. So. Und im Winter kannst du die Jacke anbelassen, aber die Hose nicht. Gott, ist sie dünn. Oder sieht das nur wegen der Hose so aus? Ne, die ist wirklich so dünn. Was denn mit der? Huch, das ist auch nicht mehr so gesund. So, dann die Schüchen dazu. Sieht doch cute aus. Ey. Lass es, Girl. Aber sie ist süß. Ich mag sie gern. So, dann geht's weiter mit den Kiddies. Warum hast du das als Alltagskleidung? Also meinetwegen kannst du den Schnulli behalten. Das ist für mich gar kein Problem. Aber hör auf, so dick eingepackt zu sein. Ist halt einfach nicht nötig so. Oh, das ist süß. Ah, das gebe ich ihm. Dann noch so ein Häschen. Für zu Hause ist doch ganz cool. So, und dann so Schüchen. Yeah. Ja, meinetwegen trägst du das und dazu eine Hose, ist ja egal. Zum Schlafen brauchst du das Oberteil nicht? Fragezeichen. Habe ich nicht irgendwie noch so süße Bodies? Ah, das gehört dazu. Perfekt. Zur Party kannst du das anziehen, aber bitte mit anderen Schüchen, genau. Zum Schwimmen, ja, okay. Kannst du auch gerne so tragen. Das hätte ich gerne ungerne. Dann zieh einfach den hier an. So, perfekt. Und Chiara, ich würde dir gerne eine andere Frisur geben. Einfach so. Dass das, keine Ahnung, irgendwie... Was hat sie für Augenbrauen? das kann sie so nicht tragen. Also kann sie schon, aber will ich nicht. Bitte. Oh, ist das süß. Oh, natürlich kriegt sie das. Und dazu Converse. Ich finde, die sehen einfach so süß an den Kinderfüßen aus, ne? Das kannst du ruhig anbelassen. Wir gehen eh nicht auf Partys. Zum Schlafen kriegst du einfach den hier, weil der total süß ist. Ah, ich liebe den so, ne? Das Kleidchen kannst du ruhig tragen. Zum Schwimmen kannst du auch einfach so hingehen. Du trägst keine Brille, Girl. No. Heißes Wetter ziehst du das hier an. Ohne Söckchen. Und dann nur den hier. Ist das süß. Ich sehe gerade so viele Sachen, die ich irgendwie gefühlt noch nie gesehen habe. Die Schuhe sind süß dazu. So. Perfekt. Gut, dann habe ich doch schon alle wieder umgestylt. Perfekt. Beide haben Hunger. Deswegen essen erstmal beide. Aber es geht doch alles schon ganz gut hier. So, beide haben hier Essen. Du müsstest eigentlich auch baden, aber... Sie ist eingeschlafen in der Wanne. Toll. Girl, what are you? Was bist du einfach? So, sie könnte schon mal schlafen. Die gehen danach auch schlafen. Und sie geht schlafen. Ich muss noch so ein Licht kaufen. Es hängt jetzt leider nicht in derselben Höhe. Aber das triggert mich gerade nicht genug, als dass ich es ändern würde. So, du kommst jetzt einfach raus. So, sie muss eine Fähigkeit erreichen.
damit sie Level 2. Achso, sie muss eine Fähigkeit auf Level 2 haben, um halt befördert zu werden, beziehungsweise halt. Ne, you know. Leg das einfach irgendwo dahin. Aber morgen suche ich wirklich jemanden. Das ist sehr wichtig. Ist schon angenehmer, so eine Nacht, wenn halt die ganzen Kids nicht ständig aufwachen. In dem Moment macht ein Kind auf. Hier geht's einfach komplett kacke. Wow. Anne muss bald in der Schule sein. Die kann noch ein bisschen schlafen. Tuning-Teil, das kann ich verkaufen. Sogar 3 haben wir. Okay, bringt aber leider nur 30. Sie geht zum ersten Mal zur Schule. Yay. Ich hoffe, sie macht die ganze Sache gut. Das ist unser erstes Kind, das zur Schule geht. Yes. Und es gewittert. Toll. Das ist der Moment, den man will. So, nachdem sie gegessen hat, wird sie auf jeden Fall erstmal losziehen und sich jemanden suchen, mit dem sie zumindest Bumbo machen kann. Ich meine, wir kriegen das Kind dann wahrscheinlich eh erst nächste Folge, aber das ist schon okay. Also ich meine, wenn wir es wenigstens vorbereiten quasi. Ich meine, es sind jetzt ein paar Kinder halt auch älter geworden, das ist halt auch schon mal gut. 92, perfekt. Also es ist nicht perfekt, es ist halt okay, aber es hilft uns auf jeden Fall schon mal weiter in unserem Leben. So, und sie ist jetzt, glaube ich, ready to go. Ist halt die Frage, wo geht man hin? Oh Gott, sieht das aus, Alter. Oh. Ich würde halt, glaube ich, in ein Café oder sowas gehen. Hier hinten so. I don't know. Und vielleicht ist da dann ja ein Typ, der uns gerne schwängern möchte. Das ist wichtig hier in unserem Leben, ja. Wer kennt es nicht? Hallo. Bitte lauf nach drinnen. Du hast keinen Ehegatten. Dann stellen wir uns doch mal vor. Dann, keine Ahnung, mal ein paar so Sachen sagen. Kompliment. Tag verschönern. Über Interessen reden. So. Gibt es hier eine Möglichkeit, Bum-Bum zu machen dann? Ein Busch wäre halt am einfachsten, ne? Huch, der steht halt jetzt da. Mensch. So, die verstehen sich gut. Okay, er geht drauf ein. Hose anbieten, Hände küssen, knuddeln. Erster Kuss, perfekt. Wir sind dem Ganzen nicht mehr weit entfernt. Das kriegt sich schon ganz gut hin hier alles, ne? Das ist halt schon ganz nice. Wir brauchen halt langsam mal so ein paar Sachen aus diesem Shop hier, weil es gibt so Sachen. Hier betörend ist halt richtig gut, weil wenn halt mal was schief läuft, dann kann sie ja was sagen. Hey, da gibt es halt so eine Dings. Fruchtbar brauchen wir halt. Und sonst sind halt so Sachen wie für immer satt oder niemals erschöpft halt ganz gut. Oder für immer frisch und so. Ja. Also ich würde jetzt nicht direkt den Geldbaum holen, weil keine Ahnung, ich finde das ein bisschen sehr lame. Deswegen, also ich wäre halt erstmal dann für sowas, dass man halt dann die ganze Zeit quasi arbeiten könnte und so weiter. Also fruchtbar und betörend ist halt sehr wichtig für uns. Sonst muss man halt gucken, was halt man sonst kaufen kann. So, die knutschen jetzt rum. Perfekt, dann aufreizen, posieren. Einen Kuss hauchen. Verführerisch flüstern. In Busch Baby machen. Perfekt. Okay, er sagt ja, das ist ganz nice. Gut, viel Spaß. Im Gewitter, im Busch ein Baby machen. Yay! Hab gehört, so macht man das. Naja, es steigt ihr Spaß auch wenigstens wieder. Ab nach Hause. Stopp. Sie muss erstmal einen Schwangerschaftstest machen. Gibt's hier Männer- und Frauentoiletten? Jupp. Dann bitte einmal einen Schwangerschaftstest machen. Okay, sie ist schwanger. Perfekt. Er muss es nicht wissen. Ab nach Hause. Die Kids sind zurück und alle sind einfach müde. Traurig meine ich. Ja gut. Muss ich irgendwem helfen? Hat irgendwer irgendwas? Nö. Gut, dann kann sie erstmal in Ruhe verdorbenes Essen ausräumen. Danach kann sie nochmal was schreiben. Romantik. Das ist bestimmt gut. So, du kommst gerade nach Hause. Perfekt. Du kannst dir ja schon mal Reste nehmen. Dann tue ich deine Hausaufgaben schon mal an einem Platz. Und dann machst du da die Hausaufgaben. Warum hat sie so einen Regenbogen über sich? Fragezeichen. Was ist mit ihr? Hat sie herausgefunden, dass sie gay ist? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber akzeptiere es einfach. So, hier. Ihr seid die, die schon sehr weit fortgeschritten sind mit euren Leveln.
Deswegen, was mit dir? Du musst noch ein bisschen laufen und denken üben. Ich kann mir diese Bauklötze holen. Das ist vielleicht ganz gut. Die Bauklötze, die hier Bewegung und Denkfähigkeit. Die Bauklötze, so. Und wie teuer war so ein Tablet? Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut wäre, das noch eins zu kaufen. Aber ich kaufe jetzt einfach noch eins. Weil das ist halt besser für mich. So, dann du lernst jetzt Sim-Shape. So, du kannst ruhig mit Puppen spielen und du kannst auch mit Puppen spielen. So. Du musst halt Fähigkeiten erhöhen. Das kriegen wir aber auch hin. Also ich meine, du machst jetzt erstmal deine Hausaufgaben, das ist auch erstmal wichtig. Du bist schon bei fast ausgezeichnet, das ist sehr gut. Und dann schreib bitte. Oh, sie kann das jetzt nicht mehr. Dann schreib ein Sachbuch. Keine Ahnung. Mach, was du willst. Ich habe keine Ahnung, was viel Geld bringt und was nicht. Aber irgendein Buch musst du auf jeden Fall schreiben. Sie kann doch nebenbei reden. Hier. Keine Ahnung, weil das müsste doch auch eigentlich was bringen. Fantasiefähigkeit geht hoch. Das erhöht doch bestimmt auch irgendwas, kann. Kommunikation geht hoch. Okay, meinetwegen. Die zwei. Wow. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Und die haben eine ganz gute Verbindung dann. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, sie hat es noch geschafft, ein ganzes Buch zu schreiben. Und deswegen kann sie das nochmal kurz an Verlag verkaufen, bitte. So. Und dann geht sie bitte sofort schlafen. Komm, das packst du noch. So, perfekt. Okay, oh nein, sie kippt um. Ah, gut, dann halt nicht. Toll. So, da nun alle schlafen sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.